Grüezi miteinander, willkommen zu unserem Dentalexus Webinar zur ClearAligner Studio Software von TreeShape mit dem Daniel Übersack von Dentalexus. Mein Name ist Patricia. Ich würde ganz gerne schnell durch die Agenda durchgehen. Und zwar würden wir anfangen mit einer Übersicht zu den Softwarelizenzen. Dann kommen wir zu den verschiedenen Produktionsverfahren. Dann wird Daniel Übersack eigentlich ein Hands-on Übersicht geben über die Software und wie die Software funktioniert. Und zum Schluss kommen wir noch zu Fragen und Antworten, wo wir dann direkt in unseren Chat hineinschreiben können. Sollte jemand das Webinar lieber in Hochdeutsch haben wollen, dann kann sich jemand auch ganz kurz melden in unserem Chat. Dann würden wir nämlich das Webinar in Hochdeutsch weitermachen. Ansonsten würden wir das in Schweizerdeutsch machen. Dann würde ich jetzt ganz kurz weitergehen an Daniel Übersack. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass alle uns hören. Falls dem nicht so sein, dann bitte auch ganz kurz in den Chat hineinschreiben, falls es irgendwelche Probleme gibt. Danke vielmals, Patricia, und auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich werde euch eine kleine Übersicht geben, was ClearAligner Studio ist, wie man das kaufen kann und wie es in der Software aussieht. Also das ist eigentlich eine neue Software für FreeShape, die es seit März 2019 jetzt gibt. Es ist für viele Kunden ist das eigentlich inklusiv, die vor allem Ortho-Labor, die schon Ortho-System Premium haben. Das heißt, es ist eigentlich die Ortho-Bundle-Software mit Ortho-Analyzer und Appliance Designer. Das ist eigentlich ein Teil von dieser Software. Die Software gibt es auch kaufbar als Standalone, das heißt, wenn man gar keine FreeShape-Produkte hat, kann man die auch kaufen. Oder es gibt sie zu einem reduzierten Preis als Add-on zum Trio-Scanner oder zum Dental System Labor Setup. Zum ClearAligner herstellen, jeder will es momentan machen, alle reden darüber. Ich habe einfach hier noch einen ganz kleinen Slide, was eigentlich der Ablauf ist. Als allererstes ist natürlich der Scan, am besten intraoral, aber das kann natürlich auch ein Abdruck sein, den ich dann in einem Laborscanner digitalisiere. Dann der zweite Teil werden wir ein bisschen mehr Detail heute anschauen. Das ist das Design und dann die eigentlichen Zahnverschiebungen machen. Und dann der nächste Schritt ist dann eigentlich die verschiedenen Schritte von dem Modell auszudrucken. Tief und tief zu ziehen und dann das Ganze noch ausschneiden und dann eigentlich an den Patienten liefern. Von der FreeShape-Software her, es sieht für die meisten sehr bekannt aus. Das ist ein Ortho-Analyzer, wo ich auch gerade sofort wird einsteigen in die Software. Also wir haben hier bekannterweise, es gibt kein FreeShape ClearAligner Studio Logo, wir haben hier Ortho-Analyzer. Und dann haben wir den Ortho Control Panel, wo ich jetzt ein paar neue Einstellungen habe. Wenn ich vielleicht gerade mal als erstes den Control Panel reingehe, dann werde ich gerade schon sehen, wenn ich die 2019er Version habe und die nötigen Lizenzen, habe ich hier in Konstruktionselementen jetzt neue Sachen. Und zwar, ich habe Einschränkungen für Zahnverschiebungen. Das habe ich vorher schon gehabt. Aber jetzt habe ich noch Einschränkungen pro Aligner. Und wenn ich das einmal zeige, so haben wir automatisiert, um nachher meine Aligner herzustellen, habe ich jetzt also Standardwert, die sind jetzt für FreeShape hinterlegt worden. Ich nehme an, da ist schon etwas dahinter, aber das muss ich schon selber kontrollieren und selber definieren, wie ich das will machen. Und wenn ich jetzt ein Labor bin, kann ich auch für verschiedene Zahnärzte, könnte ich mir da nochmal eine neue Gruppe hinzufügen, Dr. XY, und dann könnte ich von da ein eigenes Ding erstellen. Dann habe ich mit den Attachments habe ich auch Neuigkeiten, und zwar ich habe jetzt standardmäßig die
Angulation Distal Attachments drin und ich habe Mesial etc. all die und ich kann die automatisch platzieren lassen. Da habe ich zum Beispiel Bewegungsbedingungen, Extrusion, Intrusion, minus 0,3 und dann platziert man automatisch ein Attachment. Und mit diesen Einstellungen kann ich dann genau definieren, wo auf dem Zahn ich das platziert haben will. Oder ich kann da zum Beispiel auch die Breite sagen wir eingeben, wenn die Krone 100% ist, dann soll das Attachment in der Breite 30 sein und in der Höhe 25. Dann würde mir das automatisch so platzieren. Auch hier kann ich natürlich meine eigenen Sachen mit SLs hinzufügen, aber ich glaube in der Regel, wenn die Leute einfach so eine eckiges Attachment haben. Und die Funktion, die gibt es für alle Attachments, kann ich das machen. Also auch für Standardbox könnte ich mir das jetzt so einfügen. Dann, wie sieht das in der eigentlichen Auto Analyzer Software aus? Also als erstes muss ich wie immer mein Modell gesockelt haben. Jetzt bin ich da gerade schon Schritt zu weit, Entschuldigung. Das heisst, ich gehe hier in meine Patientenübersicht rein. Ich habe ein gesockeltes Modell, wie hier. Ich gehe rein. Okay. Und jetzt hier, wenn ich die nötigen Lizenzen habe, sehe ich jetzt hier Clear Aligners Workflow. Und das kann ich dann andrucken. Und dann leitet er mich eigentlich durch die verschiedenen Schritte der Software weiter. Das heisst, das haben wir jetzt hier schon gemacht. Die Ebene festlegen. Segmentation haben wir jetzt hier auch schon gemacht für das Demo-Modell. Wenn ich das jetzt natürlich drucken wollte, würde ich einen kleineren Sockel nehmen, weil sonst gebe ich enorm viel Geld aus für Kunstharz, das Drucken. Ich kann einen idealen Bogen noch festlegen, wenn ich das will machen, oder sonst kann ich auch gerade direkt in Verschiebungsmodus hineingehen. Jetzt hier gibt es eigentlich zwei Wege, wenn ich es mache. Ich kann entweder mein ideales Setup herstellen. Also das können wir jetzt mal zum Beispiel machen. Ich sage jetzt mal, ich mache jetzt einfach ein paar Verschiebungen von der 10 hier, ohne hier grossen Wert auf etwas zu legen. Genau. Okay. Ich kann entweder mein ideales Setup machen und dann nachher kann ich auf das Setup klicken und dann anhand von meinen Paraliner Constraints, die ich vorher eingegeben habe, rechnen wir dann automatisch aus, ich brauche 7 Aligners. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich Schritt für Schritt jeden Schritt selber mache. Das heisst, wenn ich jetzt das mal wieder aufteile, könnte ich das die Subsetups hier generieren. Okay. Das hätte ich einfach nicht wollen. Dann muss ich wahrscheinlich noch IPA, das heißt interproximale Reduktion. Das heißt, ich kann das auch automatisch machen, dass wenn es Kollisionen von der 10 gibt, dass ich da muss dann ein bisschen, bevor ich die alleine kann einsetzen kann, muss der Zahnarzt dann die 10 ein bisschen interproximal beschließen. Okay. Das heißt, machen wir da ein bisschen noch mehr Bewegungen. Oder ich kann es auch hier nochmal manuell machen. Ich will 20 Subsetups. Oder 0,1 pro 0,1 Grad will ich eins. Der Vorführeffekt hätte man wieder mal das Problem gemacht. Aber ist egal, ich zeige uns das nächste. Und zwar, das ist die Platzierung vom Attachment. Und zwar, wenn ich hier draufklicke, kann ich meine 10 anwählen, wo ich das Attachment machen will. Ich wähle mein Attachment aus.
und dann kann ich das automatisch platzieren. Okay. Ich kann natürlich jetzt, die sind ein bisschen gross, die Einstellungen sind nicht optimal gewesen, kann ich natürlich auch manuell zu jedem Attachment nochmal gehen und das verschieben und kleiner machen, wie ich das will. Dann, was ganz wichtig ist, was ein mega Painpoint ist für die, die allein das bereits in der FreeShape Software gemacht haben, ist beim Abspeichern von dem Modell, kann ich nun endlich das automatisch beschriften lassen. Das heisst, ich habe die Funktion hier, die ID-Tags heisst. Da kann ich hier einen Text machen. Text. Webinar. Und auch, ich kann direkt eine Nummerierung auf meine 10 machen. Das heisst, wenn ich dann nachher das tief ziehe, dann weiss ich auch, welche Nummer das ist. Da kann ich auswählen, Subset-Nummer. Und jetzt machen wir hier 1 auf der ersten Molar. Das heisst, wenn ich das tief ziehe, sehe ich das sogar noch an der Schiene, welche Reihenfolge das ist. Also das ist eine enorme Zeitsparung im Vergleich zu was wir vorher hatten mit dem Appliance Designer. Und ich kann das auch, leider im Studienmodell Bilder ist das noch nicht so implementiert, aber ich kann als Workaround einfach hier reingehen, wenn ich die nötige Lizenz habe und dann so auch kurz beschriften. Und wenn ich das exportiere, dann wird das wie standardmäßig auf meine C-Orte-Data abgespeichert. Sind bis jetzt irgendwelche Fragen auftaucht, dann können Sie einfach jederzeit in den Chat etwas hinschreiben. Eine Frage ist, wenn das auf dem Dental Desktop laufen wird. Das ist eine super Frage, weil das Konzept von FreeShape ist ein bisschen, dass man nicht mit separaten Software schafft, das heißt Trios, Orthosystem, Implant Studio, das sollte eigentlich alles auf eine Plattform bewegt werden und die heißt Dental Desktop. Ortho Analyzer sowie ClearLiner Studio ist momentan im Beta, also das ist noch nicht für jeden verfügbar. Wenn jemand es will testen, kann er gerne uns eine E-Mail schreiben und wir können das für ihn aufschalten. Das Konzept dahinter ist vor allem, wenn ich einfach eine Praxis, die das direkt will machen, dann ist es blöd, wenn ich hier und her senden muss. Dann kann ich eine Datenbank haben und dort meine Clearliners machen, meine Trios-Scans, meine Implantatplanungen etc. Sonst in der Software, falls jemand will sehen, wie ich die ganze Segmentierung noch mache, können wir das auch noch zeigen, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe. Dann habe ich einen Trio-Scan hier bekommen. Dann kann ich hier Modellsatz vorbereiten. Weil Software, es wird alles automatischer, aber ich muss immer noch gewisse Sachen manuell machen und zwar die Modelle ein bisschen vorbereiten und in der Software ein bisschen nachhelfen bei der Segmentierung. Das heisst, als allererstes Software zeigt mir da immer, was ich muss machen. Muss ich immer ein paar Punkte angeben. Ich nehme an, im nächsten Jahr wird das komplett automatisiert, aber für den Moment muss ich da noch ein bisschen im Zuschneiden helfen. Ich mache jetzt einfach halber einfach hier einen großen Sockel. Und da gibt es auch zwei Varianten, ich kann entweder oder einfach verschiedene Punkte klicken. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber das ist typisch Sache, die in der Kieferorthopraxis
hoffen wir, dass für die Assistentin eigentlich schon alles vorbereitet wird. Aber klar, wenn ich Clear Liners machen würde, dann würde ich meine Sockel ein bisschen kleiner machen. Okay. Das ist eigentlich das Erste. In dieser Funktion, für die, die es nicht kennen, kann ich eigentlich mein Modell nochmal bearbeiten. Ich kann jetzt ein paar Brackets auch entfernen, was wir aber in dem Fall nicht machen wollen. Dann als nächstes muss ich der Software noch helfen. Und zwar muss ich das Modell noch segmentieren. Okay. Und dann gehe ich hier auf den Workflow. Da sind wir dann eigentlich auch gerade so vor. Genau. Was ich gerne mache, wenn ich mit Intralen Scan arbeite, ich tue unten rechts die Textur vom Scanner abstellen, damit es einfach einfacher ist zu erkennen. Und jetzt habe ich hier meinen ganzen Zahnbogen. Dann sage ich, okay, 1,8 fällt mir. Und dann fange ich beim 1,7 an. Und ich muss das Software jetzt einfach Distal, Mesial von jedem Zahn einen Punkt angeben, damit er uns die Linie berechnen kann. Für die, die es am Trios schon mal gesehen haben, das Treatment Proposal, was eigentlich 10 automatisch gerade rechnet, die haben eine Idee, wo es hier angehen wird. Dort ist es bereits komplett automatisiert und das ist eine Frage für die Zeit, dass es hier auch so wird gehen. Okay, jetzt macht mir die Software einen Vorschlag für den Ausschnitt von den verschiedenen Zähnen. Und manchmal muss ich das noch ein bisschen verbessern. Je nachdem, wie gut man die Mesial-Distal-Punkte gesetzt hat oder wie kompliziert die Dimensionen vom Zahn sind. Ihr werdet es sehen. Kontrollieren das alles immer noch gern. Das sieht meiner Meinung nach nicht schlecht aus. Wenn ich etwas noch modifizieren will, sage ich hier, bin ich ganz zufrieden. Dann muss ich zuerst den Zahn anklicken und dann das verändern. Und jetzt ist mein Modell anders ausgesehen. Sehen wir unten links, was er am Rechnen ist. Also, das heißt, 5 verbleibende Zähne. Dann müssen wir noch die Wurzel hinzufügen. Dann je nach Computerleistung, geht das ein bisschen schneller oder weniger schnell. Und da ist jetzt noch nicht ganz ausgelastet. Et voilà. Okay. Und dann von da aus komme ich dann wieder in das eigentliche Rotationszentrum. Jetzt machen wir das nochmal, was vorher nicht geklappt hat. Ein bisschen verschieben. Selbstverständlich kann ich auch eine Extraktion machen. Ich denke, das ist aber, wenn ich immer kompliziertere Fall will machen, kann ich hier einfach auf den Zahn klicken und extrahieren. Und rückgängig, und ich natürlich auch, ist eine von der besten Funktionen. Okay. Dann versuchen wir es nochmal da, meine Subset abzugenerieren. Und das hat er jetzt so gemacht. Und was ich auch neu habe, ist hier das Diagramm, wo ich sehe, bei welchem Zahn, in welchem Sub-Setup ich welche Bewegungen gemacht habe. Die schon mal CleanCheck von Invisalign gesehen haben, die wissen, dass es
ja, fast wie eine Kopie ausgesehen, meiner Meinung nach. Aber es ist definitiv praktisch. Auch, was Leute oftmals sehen wollen, ist, jetzt muss ich schauen, wo es ist. Ich kann natürlich das Ganze als ein Video animieren. Das wird oftmals dann einfach mit einem Screen Capturing gebraucht, zum Beispiel vom Labor. Der nimmt das auf und dann kann man das so im Patienten zeigen. Ich sehe jetzt, jetzt hat man das Punkt A wie erstellt. Wo hat man das abgelegt? In meinem Ortho-Ordner. Das ist E-Programm. Data. Reshape. Ortho-Data. Und ich bin gut, was haben wir? So, glaube ich. Videos. Und so kann ich das dann auch. Okay, vielleicht ein bisschen besseres Video-View. Aber ich kann Punkt A, wie sollte eigentlich jeder gängige Videoplayer öffnen. Und voilà. Ich muss es halt ein bisschen besser positionieren, aber so wird das von vielen Kunden benutzt, um dann auch im Patienten zum Beispiel zeigen, was möglich ist. Okay. Also das ist eigentlich Clearliner Studio. Es ist relativ gleich, wie das Ortho-System ausgesehen hat, aber mit ein paar sehr, sehr wichtigen Funktionen, wo wir das Leben einfacher machen können. Das ist kein schönes Setup, aber da sind ihr, glaube ich, nicht Experten, so etwas zu machen. Gibt es irgendwelche Fragen im Chat? Wir behalten die Leitung noch für 5 Minuten offen oder so, falls noch irgendwelche Fragen auftauchen. Also, wir haben hier gerade ein paar Fragen noch bekommen. Die einzige Frage war, ob es automatisch einen Vorschlag kann machen kann. Momentan nein. Aber es gibt ein Workaround, um das zu machen. Wenn ich zum Beispiel in Bracket-Platzierungssoftware würde gehen, dann kann ich mir das automatisch gerade rechnen und ich kann dann das als Ideal Setup wieder nehmen in der Ortho-Software. Aber ich glaube, dort wird sich enorm viel noch tun. Dann eine andere Frage war wegen der Produktion, ob ich die Schiene kann fräsen. Das geht nicht momentan. Also das Material ist viel zu dünn. Ich kann das weder drucken noch fräsen. Das ist gut wirklich nur tief gezogen auf Modelle. Also auch Invisalign und alle grossen Hersteller machen das so. Aber vielleicht ist die Frage auch, wo wir daran arbeiten, ob ich das kann ausfräsen mit einer Fräsmaschine. Weil momentan alle machen das von Hand. Und wir arbeiten zusammen mit einem Fräsmaschinenhersteller, um das zu automatisieren, weil die Ausfräserei, es geht sicher etwa 10 Minuten mit Polieren pro Schiene, je nachdem, wie schnell ich bin. Und dort arbeiten wir zusammen mit einer Fräsmaschine, die einen Wechsel drin hat, wo ich 6 Stück nutze noch, allein das Einspannen. Und dann tut man das anhand von einem Fräsradius schön ausschneiden. Falls jemand da Interesse hat, wo grosse Produktion hat von dem, kann uns gerne auch kontaktieren. Wir werden Beta aufsetzen, jetzt kurz vor der Sommerferien, um das voranzutreiben. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme an unserem Webinar. Falls jetzt noch weitere Fragen wären, dürfen Sie uns natürlich selbstverständlich auch jederzeit kontaktieren. Wir sind für Sie da und wünschen Ihnen allen noch ganz einen schönen Abend.